can't believe you still have mama. Genau.
So, im Nahtempo, was dann auch in der Show vorkommt, meine Herren, bitte sehr. Erst im Zeitlupentempo zeigen, dann werden wir das Tempo ein bisschen steigern und dann kommt das Original Showtempo. Bitte sehr. Ich möchte mir auch noch kurz beibringen, für uns der Schläge ist der Tontechniker, unser Frank. Großes Danke. Kannst du ihn nochmal stoppen drücken? Auch für diese Sachen verantwortlich. Er sieht von seiner Position aus, wenn die Schläge am Körper des Kollegen, Freundes, Feindes, Partners eintreffen. So muss auch er die Tontechnik betätigen, um den Schlag effektiv hervorzuspielen. Aber langsam. Oder er ist verletzt. Kann auch passieren.
da, 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 da. Das federt eh zurück. Ja? Kannst ruhig ein bisschen federn. Ja? Also geht's schon. Da! Da! Schaut das daheim auch so aus? Ja, da fällt mir nicht so gut. Gibt es so Szenen im Film und auch im Theater, wo man bei den Haaren gerissen wird? Ja? Für sie ist jetzt einfach, sie hat einen Zopf, ich kann mit meinen Fingern hier ruhig im Kopf hinauffahren. Ja? Sie legt ihre Hände zur Sicherheit drauf. Jetzt scheißen, geht's in den und jetzt fangen sie richtig zum Schreien, aber es bei den Haaren nehmen. So schaut das Ganze sehr brutal aus. Also in Wirklichkeit ist nichts passiert. Gell? Also, alles in Ordnung? Ja. Natürlich revanchieren Sie die kleinen Damen für sowas gerne. Nein, nein. Wir machen jetzt den gefährlichen Schlag. Geht's ja? Okay. Ganz, aber nicht wehtun, gell? Und ganz. Toll. Toll, toll. Ganz wichtig für mich, man sieht jetzt da das. Ich stehe jetzt normal in der normalen Position da. Ich hebe jetzt aber mein Becken an zur Sicherheit. Das heißt, ich mache die Formation Schildkröte, heißt sie bei uns. Für den gewissen Tritt, das genau da drüber, gell? Mal. Genau. Frank, kannst du ein Schlaggeräusch mit einspielen, bitte? Also, Frank, ein Schlaggeräusch, bitte. Eins, zwei, drei. Ist aber trotzdem nichts passiert, oder? Ja.